Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Austria Force Dog Journals. Es freut mich sehr, dass dieses Format so gut bei euch ankommt. Und es freut mich auch, dass ich so viele Vorschläge bekommen habe für neue Videos. Das heutige Thema handelt von, wie kann ich den Borkenkäfer bekämpfen, beziehungsweise welche Techniken gibt es eigentlich, um den Borkenkäfer aufzuhalten? Ich wurde von einem Abonnenten gefragt oder beziehungsweise gebeten, ob ich das Thema näher beleuchten könnte. Und zwar hat es den Grund, die Frage lautete, reicht es in schwer zugänglichen Gebieten, die Bäume, die Rinde etwas anzusägen und ob man sie dann einfach liegen lassen kann. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, beziehungsweise weil es gerade so gut passt, hier, ich bin gerade wieder bei der Borkenkäferbekämpfung, es reicht nicht. Es reicht nicht, in die Rinde ein paar Schnitte reinzumachen und dann ist die Sache gegessen. Was man tun kann, ist, wenn man keine Oberflächenfräse besitzt für die Motorsäge, kann man den Baum klein zusammenschneiden, das heißt Meterstücke. Auch entasten sofort, um das Austrocknen zu fördern des Baums. Desto schneller er austrocknet, desto schwieriger bzw. weniger gern geht der Borkenkäfer in den Baum hinein. Ich finde diese Thematik wichtig, besonders für euch jungen Leute, die was mit dem Beruf anfangen wollen, denn der Borkenkäfer wird immer mehr. Ich habe das in den letzten Jahren beobachtet, egal wo ich hingekommen bin, früher waren es ein, zwei Bäume, dort fünf Bäume. Heute fallen Wälder, ganze Wälder werden weggerodet, weil einfach der Borkenkäfer nicht mehr aufzuhalten ist. Um zu verhindern, dass der Borkenkäfer sich ausbreitet, kann man auch die Rinde abfräsen. Für unzugängliche Stellen ist das sehr wichtig. Man schneidet 4 Meter Stücke, entastet die Bäume und entrindet sie mit einer Oberflächenfräse, mit der man zum Beispiel die Rinde entfernt, um Brunnträger herzustellen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich die Giftmitteleinsatz. Dafür gibt es auch Spezialmittel, mit denen man also ein Fressmittel und ein Mittel, das man erst anwendet, wenn der Käfer schon im Baum ist. Also nach einem Sturmschaden könnte man zum Beispiel das Fressmittel über die Bäume spritzen. Das heißt, wenn der Käfer dann einfliegt und anfängt an den Bäumen zu knabbern, stirbt er. Das andere Mittel tötet den Käfer im Baum. Ist natürlich nur wirksam, wenn der Käfer schon drin ist, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Also wäre vielleicht bei frisch umgefallenen Bäumen natürlich das Fressmittel besser. Um ohne Gifteinsatz eine Wirkung zu erzielen, hilft nur das Entrinden oder das Zusammenschneiden. Man hat keine andere Möglichkeit. Des Weiteren, wenn man jetzt zum Beispiel Käferbäume bearbeitet und man die wegmacht, also fällt und mit der Seilwinde wegtransportiert, wenn es möglich ist, dann sollte man immer darauf achten, nicht nur die dürren Bäume, also die ausgetrockneten Bäume, wegzuschneiden, sondern auch den Rand zu begutachten. Die gesunden Bäume, die rundherum stehen, weil meistens sind diese auch schon befallen und man sieht es noch gar nicht. Entweder man hat so leichte Harzzurnen, die sich den Baum runterziehen, also so Pechrinner, sagt man bei uns. Das kann man ganz gut erkennen, wenn die Sonne gerade hereinscheint, dann sieht man den Baum, den Stamm, so leichte Glitzerfäden. Das sind die Pechrinner. Dann beginnt der Käfer gerade sich reinzufressen und der Baum, wenn er noch gesund ist, versucht ihn abzuwehren. Er versucht ihn wieder rauszudrücken, das sind dann die Pechrinner. Meistens schafft er es nicht und dann müssen diese Bäume auch so schnell wie möglich weg, weil meistens ist er dort schon drinnen, der Käfer. Und wenn er mal drin ist, kommt es dann nur noch auf die Witterung drauf an. Das kann einen Monat dauern, bis er wieder ausfliegt oder 14 Tage, wenn die Witterung perfekt ist, also schwül, feucht, wie in einem Brutkasten, dann ist er so schnell fertig und zieht schon wieder weiter, man kann fast nichts dagegen tun. Es müssen bei einem Käferbefall
bei einem Nest, wo Dürrebäume stehen, auch rundherum, man sagt immer eine Baumlänge vom befallenen Käferbaum weg, ist meistens nicht möglich, sonst hätten wir hier fast nur Kahlschläge. Aber es ist eine Baumlänge, könnte man sagen, sollte man zumindest die Bäume mal begutachten. Gibt es Pechzonen? Liegen unten am Stamm, am Wurzelauslauf zum Beispiel grüne Nadeln von der Fichte? Das ist auch ein Zeichen, dass er schon das Kleid anfängt abzulegen. Des Weiteren könnte man auch hinter der Rinde diese kleinen Fortsätze, die man abziehen kann, nachsehen, ob ein braunes Pulver dahinter ist oder auf den Ästen. Das wäre auch schon ein Zeichen, dass er angebohrt ist und weg muss. Des Weiteren glaube ich, dass der Käfer nicht mehr aufzuhalten ist. Er wird in den nächsten Jahren vermutlich noch stärker werden. Wir haben heuer zum Beispiel gedacht, dass bei minus 14, 15 Grad über zwei Wochen durch im Winter eigentlich der Käfer aussterben hätte müssen. Aber dem war nicht so, das war noch zu wenig halt. Der bräuchte wahrscheinlich minus 20, 24 Grad, dass er sterben würde. Oder dass die Population so zurückgedrängt wird und so vernichtet wird, dass er fast nicht mehr hochkommt. Das nächste ist, Käferbefall sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es nur ein Baum ist. Weg damit, sofort zum Weg und sofort versuchen, entweder Brennholz zu machen oder abzutransportieren, sonst bekommt man den Käfer nicht tot. Auf dem Berg wird er entrindet und dann stirbt er sowieso, weil er sich die Brut nicht mehr weiterentwickeln kann ohne der schützenden Rinde. Wir haben mal den Fall gehabt, dass ein Besitzer nicht mehr wegtun wollte als die drei befallenen Bäume. Wir haben dann in den letzten zwei Jahren den gesamten Wald roden müssen. Es ging nicht mehr anders. Also der Wald war finito. Hätte er damals den Rand um diese drei Käferbäume noch wegtun lassen, hätte er heute noch seinen schönen Bestand. Das war ein wirklich schöner Bestand. Also fast astreine Bäume, 12 Meter hoch, kein einziger Ast. Und dann erst ein paar ganz dünne Äste, also das war als AB-Qualität, also wunderschön. So, also das kann ich euch einmal hierzu zum Käfer sagen, beziehungsweise zur Borkenkäferbekämpfung oder zur Eindämmung der Plage. Ich hoffe, es war etwas dabei, dass ihr etwas lernen konntet. Des Weiteren habe ich noch etwas für euch. Ich wurde nämlich mal ich glaube sogar vom selben Abonnenten wurde ich gefragt, warum verwende ich, oder man sieht in den Videos nie eine Klubzange, wenn ich am Lagerplatz arbeite. Also für alle, die es nicht wissen, eine Klubzange ist eine lange Zange, also die kann man meine bis 75 cm ausziehen, um den Durchmesser zu messen vom Stamm am Lagerplatz, um am Abend die Festmeter auszurechnen. Beziehungsweise man kann auch gleich klassifizieren, wenn man Wertholz besitzt und das ausrechnen. Also ich kann euch nur sagen, hier in dieser Gegend ist das nicht Praxis. Besonders für Holzakkuranten, nicht wie mich. Man hat einfach das Vertrauen in die Sägewerke und in die Holzfrechter und in die Händler, dass keine Stämme wegkommen. Also man vertraut, es ist eine Plus-Plus-Situation oder Win-Win-Situation, wie man es auch immer nennen will. Weil wenn ich drauf kommen würde, dass mich der Holzbesitzer oder der Waldbesitzer oder der Frechter bescheißen würden, weil Holz verschwindet, hätten die, glaube ich, andere Probleme, als wie nur, dass ich das weiß. Also nur so viel dazu. Es ist bei uns in unserer Gegend nicht Praxis, es wird nicht praktiziert, außer bei Wertholz, wenn man selbst Waldbesitzer ist. Aber so wie ich, das mache in meinem Beruf. Wir müssen kein Holz messen, wir könnten es tun, aber es ist der Zeitaufwand einfach zu groß, weil ich besitze keine elektronische Klubzange. Diese kostet fast 2.000, 2.500 Euro. Das ist mir dann etwas zu viel Geld. Und ich muss sagen, es ist so einfach. Man ist schneller und man hat das Vertrauen einfach zu den Leuten. Das nächste ist, ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Video mache. Ich muss mich mal über ein paar Abonnenten auskotzen.
weil die sich immer wieder aufregen über das, was ich zeitenweise in den Videos mache. Aber das seht ihr dann, wenn es dann soweit ist und ich das Video online stelle. Es kann sein, dass es heute noch kommt, bin mir aber nicht sicher, je nachdem wie viel Zeit und Lust ich habe. In diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende und weiterhin gut Holz, euer Austria Forst.